Servus, heute geht es um eine Fertigteiltreppe. Die Transportanker, die gibt es bei den Subparts zu erwerben. Dazu eine kleine Mehlermilch. Ansonsten werden wir einfach automatisch das ganze Ding bewähren und modellieren. Und am Schluss, wirklich bei 29.02, es sind wieder Zeitstempel mit drin. Klickt da drauf, schaut euch zumindest den Schluss an, denn da zeige ich euch, wie ihr das ganze Gewicht automatisch rausbekommt, das ganze beschriftet, alles assoziativ und das ohne jegliche Vorkenntnis von Attributen oder sonstiges. Also dieses Video ist alles wert und ihr müsst es nur liken, um dieses Video zu verbreiten. Das ist der ganze Dank der Arbeit, den ich von euch verlange. Das ist eure Währung und jetzt geht's los! Servus, grüßt euch. Heute geht es wieder um ein weiteres Python-Part. Dieses Mal soll es um die Treppe gehen. In den Eigenschaften kann ich erstmal den Layer aussuchen. Ich gehe auf Auswählen. Ich finde, hier geht es ein bisschen rascher als im Python-Part selbst. Da wird dann einfach das Ganze übernommen. Ich schaue noch, dass hier diese drei Haken sitzen. Also hier bei Farbe ergänzen. Ansonsten seht ihr hier, wird es ausgeblendet. Wir wollen auch die Farbe vom Layer übernehmen. Ja, jetzt suche ich natürlich irgendwie eine Fertigteiltreppe. Also ich gebe mal hier ein, Fertigteil. Suchen wir auf Weiter. Und egal, ob es jetzt hier im Kurznamen oder im Langnamen erscheint, wir finden auf jeden Fall irgendwas mit Fertigteilen. So, jetzt haben wir hier Beton Fertigteil, also AR, also Architekturbauteil, Beton Fertigteil. Nicht schlecht, aber es gibt da, glaube ich, auch noch eine Treppe. Ich könnte jetzt auf Weitersuchen klicken und komme jetzt auf die Decke, Fertigteile. Fertigteile allgemein. Ja, und da gibt es noch die Bari. So, jetzt schauen wir mal hier. Findet man hier irgendwie FT-Aufbau, Kragplatte, Decke, Decke. Gibt es keine Treppe? Gehen wir mal auf Treppe, was es hier so als Auswahl gibt. DR, Treppe, Bauteile. Muss noch erfunden werden. Bast wird es in den Ingenieurbau-Buddies geben. In den CS-Konzept Ingenieurbau-Buddies werde ich natürlich dann einen Layer dafür vorsehen. Aber gut, wir machen jetzt mal Fertigteil, weitersuchen. Dann machen wir halt hier. Okay. Wir gehen in die Bibliothek. Hier Bibliothek auf Standard. Und ihr könntet jetzt hier erstmal Treppe eingeben. Dann werdet ihr erstmal fündig von mehreren Treppen Python Parts. Normal ist dauert der Vorgang ein bisschen länger. Ich habe es aber vorher schon mal gesucht. Jetzt haben wir hier den Zeug, können wir hier gleich vergessen, denn wir wollen eine Fertigteiltreppe machen. Haben hier drei zur Auswahl. Hier geht es nur um eine Bewährung. Hier geht es nur um Geometrien. Ich vermute, dass diese Python Parts dieselben sind. Ich habe keine Unterschiede feststellen können, außer dass sie auf einem anderen Pfad liegen. Den Pfad sehen wir, wenn wir mit der Maus über so ein Python-Part gehen. Da sehen wir ganz unten Standard Python-Parts pp-editor und hier ist es bei Bewährungsobjekte versteckt. Okay, passt. Dann können wir schon mal suchen, wo ist es denn abgelegt. Entweder wir aktivieren das Ganze hier. Achso, wenn ihr jetzt natürlich hier keine Symbole seht, dann habt ihr wahrscheinlich einen Text. Dann geht mit der Maus irgendwo an einen freien Rand. Rechtsklick, nur Text. Rechtsklick, mittelgroße Symbole oder große Symbole, je nachdem, was die Augen für euch hergeben. Ne? Und ich nehme jetzt einfach mal diese vom PP-Editor. Doppelklick drauf. So, jetzt kann ich das Ganze erstmal einmal irgendwo absetzen. Boah, Pause. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze mit Griffen zu verschieben. Ich bin da jetzt nicht so der Fan davon, weil wir, sobald wir auf die 0 gehen, bricht uns das Python-Part ab. Das heißt, ich kann jetzt hier von der Distanz, also von hier nach hier, keine Zahl eingeben, denn wenn ich hier, man sieht es in der Spurlinie, ich bin jetzt bei 10 cm Abstand, ihr könnt das natürlich so hin fixieren, dass ihr euch die Länge anzeigen lässt, aber sobald ich jetzt auf die 0 komme, bricht mir das Python-Part ab. Blöd, weil dann kann ich mich hier jetzt gar keine Maße so richtig eingeben. Also es funktioniert schon, ist aber jetzt nicht meine Workflow-Variante. Jetzt mache ich noch Folgendes, ich lasse mir mal wieder hier drei Fenster anzeigen, 2 plus 1, wunderbar. Hier wieder die Animation mit Perspektive, hier eine Seitenansicht, hier eine Draufsicht im Grundriss, wunderbar. Bewährung erzeugen, ja, das wollen wir oder wollen wir nicht. Und ihr seht, wenn wir auf Bewährung erzeugen gehen, erscheinen zwei weitere Reiter.
Der eine heißt Form auswählen, der andere Treppenbewehrung. Form auswählen finde ich schwierig benutzt. Ich hätte da noch ein BEW davor gesetzt und hier auch. Aber gut, so ist es eben. Ich finde halt Form auswählen ist jetzt nicht eindeutig, dass hier sich um Bewährung handelt. Gut. Aber trotzdem können wir hier weitermachen. Wir können jetzt sagen, soll das Ganze ein 3D-Modell sein? Also soll es gleich auflösen, das Python-Part, oder soll es ein Python-Part bleiben? Wir bleiben erstmal im Python-Part-Bereich drin, solange wir gar nicht wissen, was wir alles richtig und falsch gemacht haben. Dann hier die Dichte 2,5 passt, da sind wir an der oberen Grenze von einem Stahlbeton. Das ist okay, ich glaube zwischen 2,3 und 2,5 liegt das Ganze. Vom Gewicht her haben wir dann das hier. Es gibt ein Beschriftungsbild bei den CS Concept Bodies Ingenieurbau. Da wird es ein Beschriftungsbild geben. Da könnt ihr genau solche Sachen auch auswerten. Es wird auch eine Legende dazu geben und. Den Schwerpunkt wollen wir auch anzeigen. Klicken wir einmal hier rein. Dann sehen wir hier dieses Kreuzchen. Das ist nämlich nicht genau in der Mitte von der Treppe. Wäre kompletter Schwachsinn, wenn wir hier eine Konsole noch haben und hier eine Ausklinkung. Dann ist der Mittelpunkt nicht genau hier drin. So, deswegen lassen wir uns den anzeigen. Wir können noch die Größe anzeigen. Wie groß wollen wir denn den Mittelpunkt haben? Je nachdem, was die Augen hergeben. Ich glaube, den Spruch muss ich öfters bringen. Ich finde den leider zu lustig. Bei den Attributen, ja, da wählt ihr was aus, was euch gefällt. Das ist mir eigentlich sehr wichtig, dass hier das richtig ausgewählt ist. Nee, ich muss ehrlich sagen, für mich sind die benutzerdefinierten Attribute tausendmal wichtiger als IFC. Warum? Weil ich BIM erstmal für mich nutze und dann für andere. Aber okay, dass auch andere wissen, dass es eine Treppe ist, machen wir es halt so. Beim Design gehen wir hier in den Reiter rein. Wir wollen hier nicht den Layer einmal als Sonder haben, so wie es ich gerade ausgewählt habe, sondern wir haben ja gerade gesucht, was nehmen wir denn? Architektur, Bauteil, Fertigteil. Den wollen wir hier nehmen. Wir hauen die drei Häkchen hier rein. Wunderbar. Suchen uns noch eine schnieke Oberfläche aus. Ach, da haben wir schon die CS-Beton-Fertigteil. Surface, also Oberfläche, passt. Hilfskonstruktion, nein. Aber den Schnitt wollen wir füllen. Das heißt, wenn wir hier einen Schnitt durchmachen, wollen wir eine Stielfläche haben von einem Beton-Fertigteil. Und wenn man das eingestellt hat, sind wir schon mal glücklich. Wir könnten das Ganze hier unten speichern. Wunderbar. Aber wir gehen noch weiter. Wir haben die Treppengeometrie. Jetzt haben wir eine Bezugsebene. Ich finde die Bezugsebene, finde ich ein bisschen schwierig formuliert. Es dreht sich um den Referenzpunkt. Wo ist der Absetzpunkt von dieser Treppe? Ich vermute, das ist eine Vermutung, das ist keine feste, das sage ich nicht aus innigster Brust und mit voller Überzeugung, aber ich vermute, das hat mit Precast zu tun. Und ja, wo ist der erste Punkt? Ja, ich würde jetzt mal sagen, der wird jetzt wahrscheinlich hier links sein. Bezugsebene, ist es wirklich die ganze Kante? Ich weiß es nicht. So, jetzt können wir die Stufenanzahl hier erhöhen. Machen wir hier 10, dass da was los ist. Und ihr seht auch, der Schwerpunkt in der Mitte hat sich hier mit verändert. Der Schwerpunkt ist natürlich wichtig für unsere Transportanker. Jetzt lest ihr wahrscheinlich hier irgendwo Altplan-Einbauteile.de. Ich biete keine kostenfreien Transporteranker an. Ihr hört die Betonung auf kostenfrei. Da sich kein Hersteller, also ist wirklich sehr traurig, weil, also, naja. Aber kein Hersteller möchte momentan für Transporteranker ein Sponsoring nutzen für euch. Dass es kostenfrei bei den Subparts gibt, denn Transportanker werden meistens mit dem Fertigteilwerk verhandelt. Das heißt, egal was ihr da drauf schreibt, es wird das Fertigteil sowieso den Transportanker hernehmen, was verhandelt wurde. Hab's aber auch von den Fertigteilwerken schon anders gehört. Also gut, aber wenn ihr natürlich Transportanker sucht, schreibt mich mal an, dann gebe ich euch ein Angebot, dann könnt ihr Transportanker Subparts erwerben. Weiter. Hier aber jetzt mit den Treppendetails. Also, wir haben die erste Stufe, die 018. Ich glaube, wir brauchen die Zentralperspektive 3 gar nicht. Die schließe ich mal, damit wir hier uns besser fokussieren können auf die Seitenansicht. Haben wir so vielleicht. So,
Jetzt sehen wir das wunderbar. Jetzt gehen wir mal hier mit der breite Drittstufe. Da können wir jetzt zum Beispiel die 27 eingeben. Was cool ist, sobald wir hier die Tritt oder die Höhe verändern, sehen wir hier die Treppenschrittmaßregeln. Ne? Und jeder, der im Bau irgendwas gelernt hat, ist damit schon mal konfrontiert worden. Ansonsten ChatGPT oder Google fragen, was das ist. Ich finde es sehr cool, dass das mit dabei ist, weil das, finde ich, ist wieder nutzerfreundlich gemacht. Tolle Sache, danke Alban dafür. Da gebe ich jetzt einen Daumen hoch, ihr gebt fürs Video einen Daumen hoch und dann sind wir alle glücklich. Dann schauen wir die Höhe der ersten Setzstufe an. Wir verändern das mal ganz krass auf 0,50, damit ihr seht, was sich hier verändert. 0,50 und go for it. Ja, was soll sich jetzt verändern? Die erste Setzstufe 0,10, 0,25. Also, das ist der Bereich hier. Das heißt, ja, warum schauen das jetzt so komisch an? Ja, weil wir gesagt haben, das hier ist 50 cm. Wir haben hier eine statische Höhe, die wahrscheinlich, keine Ahnung, wo steht es denn? Laufdicke 0,20, die mache ich jetzt mal auf 0,17, dann seht ihr, die wird geometrisch hier geformt. Da wir jetzt hier drüber hinausgehen und die hier angesetzt wird, haben wir hier natürlich eine Form, die nicht möglich ist. Oh mein Gott, da kann man Sachen eingeben, die nicht möglich sind. Ja, natürlich, so viele Regeln kannst du gar nicht einbauen, damit du das kontrollierst. Von dem her, alles gut. Wir sagen, die erste Setzstufe machen wir auf 0,25, fertig, aus. Ihr seid ein bisschen höher. Da müssen wir halt da irgendwas machen. Das heißt, hier müssen wir halt irgendwas verstärken. Dann kann man ja alles noch nachjustieren. Höhe, Setzstufe 0,17. Wir machen 0,17. Also 0,175. Wir machen 0,17. Die letzte Setzstufe machen wir auch auf 0,17. Bitte. Wir gehen davon aus, dass hier derselbe Belag drauf kommt, wie hier von der Höhe. Oder auch nicht. Die Laufdicke haben wir schon vorhin gesehen, das ist die statische Höhe. Ich sage jetzt mal 0,17. Wäre schön, wenn die in einem Attribut rauskommen würde. Bei den CS Concept Bodies Ingenieurbau wird es dafür ein Attribut geben. Also das heißt, im Positionsplan wird auch die richtige Höhe automatisch dann angezeigt bei euch. Gut, jetzt haben wir noch die Laufbreite, die ist nicht schwer zu erkennen. Machen wir 1,5 und ihr seht, wow, hier wird es breiter. Super, tolle Sache. Wir machen mal 1,10 Meter. Gefällt mir. Ja, ihr könnt jetzt noch Flächenwerte anzeigen lassen. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, für was das ist. Vielleicht für Ausschreibungen oder sowas. Ich brauche es nicht. Ach ja, übrigens als Tipp, ihr könnt mit der Maus hier zwischen Wort und Kästchen fahren. Dann kommt so ein Doppelpfeil. Mit Linksklick könnt ihr das dann so verschieben. Das muss ich bei den Subparts auch immer programmieren, wie viele Anteile welches Wort hat und so weiter und so fort. Eine spannende Sache. Ich brauche die Flächen nicht, deswegen schließe ich die Sektion mit dem Klick auf den Pfeil. Hier auch Klick. Und ach ja, genau, den Referenzpunkt kann man auch aufklicken, aufklappen noch hier. Finde ich auch eine coole Sache. Ah! Aha. Aha. Gut wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn hier irgendwo ein Kreuzchen auftaucht, das eine Konstruktionspunkt ist. Und dann könnte man sehen, wo der Referenzpunkt ist. Aber mir ist es jetzt auch völlig egal. Der Antritt, Podestlänge. So, schauen wir mal die Podestlänge beim Antritt an. Machen wir 2 Meter. Aha, hier hat sich aber ordentlich was verändert. Machen wir einen Meter zurück. Wir können auch 0,20 ergeben. Dann schaut das Ganze so aus. Und so weiter. Die Podestdicke, die verstärkt man natürlich jetzt. Machen wir 0,50. Aha, so schaut das Ganze dann aus. Ja, so schaut es schon besser aus. Und jetzt können wir den Auflagertypen wählen. Das wäre jetzt so eine klassische Treppe, wenn wir hier den Austritt noch erstellen würde, anders machen würden. Aber den ignorieren wir jetzt. Das ist jetzt so eine klassische Treppe im untersten Geschoss. Ich sage jetzt mal, wir haben ein Untergeschoss, dann wäre das die erste Treppe. Jetzt sagen wir einfach mal, ja, aber wenn jetzt hier oben ein Podest ist und es geht wieder nach hier rauf und dann sind wir erst im EG, dann bräuchten wir für die zweite Treppe zum Beispiel ein Punktlager. Dann haben wir hier zwei Konsolen, die hier erscheinen. Wunderbar, kennt man. Oder auch ein Linienlager. Im Linienlager haben wir so eine klassische Ausklinkung, funktioniert einwandfrei. Wir können die Länge wählen, sagen wir mal 0,125.
Ja, dann kommen wir auf 15. Die Höhe könnte man jetzt wählen von 0,125, dann wäre es genau mittig hier. Oder natürlich auch den Punktlager. Wir haben die Option zwei Konsolen. Wir haben hier ein Offset. Das Offset ist hier. Sagen wir mal, wir gehen auf 0,15 und ihr seht, wie das Ganze hier reinwandert. 0,15. Auch hier können wir die Breiten einstellen. Ich mache hier mal schönere Zahlen draus. Und wunderbar. Austritt ebenso, selbe Spielchen. Wir können hier den Austritt verlängern, verkürzen, machen wir hier 0,80. Einfach damit sich was verschiebt. Die Podestdicke 0,25. Und schon wird alles stärker. 0,30, cool. Okay, also 0,25. Auch hier können wir wieder das Linienlager, Punktlager und so weiter und so fort machen. Hier kenne ich es eigentlich nicht. Oh, sowas kenne ich nicht. Aber Linienlager, sowas kenne ich eher dann. Ne? Genau. Und auch hier können wir das Ganze wieder einstellen. 0,15. Hier haben wir mal 0,16,5. Wir sind verrückt. Und hier 0,12. 0,125 wieder in der Mitte. Ja, normalerweise ist also ist nicht mittig, weil hier haben wir immer Luft dann von 1 cm und 2 cm. Ich weiß gar nicht mehr, was genau ist. Da ist ja dann halt eine Dämmung drauf, dass das Ganze auch entkoppelt wird und vom Schalltechnischen her nicht so laut bumpert, sage ich jetzt einmal mal. Und naja, aber auch da wird es wahrscheinlich etwas geben. Da freue ich mich schon drauf. Projekt 25, dass ihr hier die ganzen Dämmungen außenrum kriegt. Auch hier schreibt einfach mal die Hersteller an, wen ihr da alles haben möchtet, denn die glauben gar nicht, wie viele Subparts-Nutzer es gibt. Auf der Homepage stehen es zwar, aber das kann man ja nicht 100.000 Mal schreiben. Ja, wir können jetzt wieder noch in die jetzt können wir noch in die Bewertung reinschauen. Wir können jetzt hier erstmal eine Form wählen, wie wir das Ganze bewähren wollen und haben hier immer so eine Vorschau. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Form 1 nehmen, dann sehen wir schon, aha, hier wird so ein Eisen erzeugt. Untere Lage, untere Lage, untere Lage und da gehen wir in die obere Lage rein. Ganz klassisch sage ich jetzt mal, ob man das jetzt als ein Eisen erzeugen sollte oder nicht, das sei mal dahingestellt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, das schaut schon mal gar nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt diese Form 1 zum Beispiel wählen, können wir hier auf Treppenbewehrung gehen? Erstmal Betongüte. Schaut gar nicht mehr so schlecht aus. Machen wir 35, 45. Wiegerollen, Durchmesser, Betondeckung. Ja, da können wir uns 5 mm wieder sparen im Fertigteilbereich. Ansonsten, wenn es eine Ortbetontreppe sein sollte bei euch, dann macht es 0,025 rein. Und dann seid ihr auch glücklich. Ja, da ist sogar ein Dropdown-Menü. Okay, wir bleiben mal bei der 0,20. Layer Stabstahl, Mattenstahl macht doch irgendwie Sinn. Stabdurchmesser global. Ja, auch da. Abstand global 15. Wunderschön. Lagermatten wollen wir A. Haben keine Erdbebenzone hier. Stabdurchmesser 8. Mattentypen Q335. Aber das gilt jetzt für die Form 1. Aufpassen. Das heißt, auf das wollte ich mich jetzt raus. Wir können, bei jeder hat sich gedacht, ja. Ich will gar keine obere Lage in Rundstahl, denn da schmeiße ich eh bloß so eine Matte drauf. Ja, ich auch. Und jetzt habe ich da natürlich entdeckt, ich kann auch eine Matte angeben. Cool. Schenkellänge, Anfang, Ende. Was heißt das? Wenn ich jetzt hier 0,20 eingebe, dann wird das Ganze hier verkürzt. Und auch hier oben könnte ich jetzt sagen 0,10. Und der Schenkel wurde auf 0,10. Hier auf 0,20 erstellt. Das heißt, wir haben hier noch jede Menge Möglichkeiten, irgendwas anders zu machen. Die Abstände, die sind natürlich hier. Wir machen mal 0,15, so eine klassische Kuhmatten-Aktion mit dann 8er Eisen. Wunderbar. Gibt es da oben auch 0,20 ein und wenn hier 0 steht, dann wird das Ganze bis hier vorgezogen mit den Betondeckungen. Finde ich eine coole Aktion mit der Null, dass das dann halt auf die Betondeckung bezieht. Besser wäre es aber eigentlich gewesen, wenn ich eine Null mache, dass es Null ist und dann hier hinten einen Button gehe an die Betondeckung ran oder nicht. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten. Das ist Meckern auf höchstem Niveau, muss man wirklich sagen, weil irgendwie ist das Tool schon cool programmiert. Muss ich einfach ehrlich zugeben.
So, jetzt können wir natürlich noch ganz viele andere Formen auswählen. Wir haben hier immer die Sicht der Dinge. Was ist, wenn wir jetzt hier die Form 2 nehmen? Ja, dann wird es hier so eingezogen. Da wir unten eine Konsole haben, sehen wir da irgendwo was? Okay. Was passiert denn hier? Höchst interessante Form. Ja. Gut, ich will mir jetzt gar nicht zu weit da aufhalten mit der Sache, aber ihr versteht, um was es hier geht. Ich mache jetzt dann noch eine obere Lage irgendwo rein. Hier, zack, wunderbar. Und dann sage ich Treppenbewehrung. Boah, ist das komisch mit. Was haben denn ich da für Treppen? Achso, hier geht es nochmal weiter. Hier haben wir jetzt sehr viel Fußbodenaufbau im Keller. Und dann haben wir hier unsere Mattenbewehrung eigentlich. Also die Form 6 wird eine Matte. Schmeißen wir meine Q257A rein. Wunderbar. Und dann können wir auch hier wieder die Schenkellänge am Anfang ändern. Das heißt 0,10. Ach, die ist da oben, oder was? Tatsache, die ist da oben. Hier mache ich 0. Ich wollte die eigentlich unten verändern. 0,15. 0,10. So, jetzt seht ihr auch hier, haben wir das Ganze verändert. Ja, dann könnt ihr euch natürlich ewig lang damit beschäftigen. Ihr könnt es abspeichern, könnt euch eine eigene Bibliothek damit erstellen. Finde ich echt nicht schlecht. Ich speichere das Ganze mal ab. Was haben wir hier? Python Part Stahl, Beton, Fertigteil, Treppe und schließt das Ganze jetzt. Jetzt kann ich das Ganze kontrollieren. Ich kann natürlich auch Schnitte erzeugen und so weiter und so fort. Ja, ich mache das im selben Teilbild und dann setze ich das Ganze hier einfach mal ab. Da wir jetzt eine Stilfläche haben, sehen wir auch, dass das hier ein Fertigteilmuster erzeugt wurde. Und hier das Ganze so. Ja, jetzt könnte man natürlich das im Zeichnungstyp noch als Bewährungsplan ändern. Da bin ich aber noch dabei, das Ganze momentan zu modifizieren. Das ist noch nicht brauchbar. Wird aber natürlich brauchbar sein. Deswegen lassen wir es halt jetzt im Schallplan. Und es ist halt jetzt schwarz dargestellt. Jetzt könnte man schauen, was wollen wir noch geändert haben. Ja, eigentlich brauchen wir noch ein paar Sachen. Jetzt geht auch nochmal rein. Form auswählen. Hier nehme ich die Verteilereisen, brauchen wir unten. Oben brauchen wir keine, weil wir hier Kuhmatten haben. Vielleicht nur am Anfang und hier. Wunderbar. Und jetzt können wir das Ganze wieder uns anschauen, auch in 3D. Da wir jetzt hier keine Transparenz von der Oberfläche eingegeben haben, machen wir das schnell über den Objekteditor. Hier unser Python-Part wollen wir ein bisschen transparenter schalten und schon sehen wir uns die ganze Geometrie an. Jetzt wollen wir vielleicht hier noch sagen, ja, wir wollen aber hier hinten noch einen Haken dran haben an diesen Verteilereisen, also nach oben und dann nochmal rein und das auf beiden Seiten. Das mache ich jetzt noch mit euch gemeinsam und dann reicht es mir für heute. Ich hoffe euch auch. In der Zeit könnt ihr schnell noch abonnieren. Ey, beeilt euch, es gibt nur noch wenig Abos auf YouTube. Die sind kostenfrei. Glocke aktivieren. Kommentieren. So. Was ist passiert? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe einen Grundriss gemacht. Nochmal. Ja, links nach rechts. So. Kuhmattenbeschriftung. Du bist ja auch krass drauf. 1 zu 25, bitte. Gut. Das könnt ihr natürlich ausblenden, einblenden. Keine Ahnung. Es geht mir jetzt um dieses Eisen. Das muss ich jetzt schauen. Mit Links-Shift. Wie viele Segmente es davon gibt und hier wird es angezeigt. Positionsnummer kann ich über die Eigenschaften zum Beispiel herausfinden. Das ist die Positionsnummer 3. Jetzt gehe ich auf mein Filtersystem, Rundstahlfilter. Positionsnummer 3 drüber ziehen. Ihr seht, es gibt mehrere Positionen Nummer 3. Also hier und hier. Links escapen, links Shift und auf ein Eisen klicken. Jetzt haben wir diese Verlegung. Das muss jetzt eine neue Position werden. Warum? Wir wollen hier Haken dran setzen und da wollen wir diese ganzen Positionen nicht mitstören. Okay, verstanden? Wunderbar. Also Position Nummer 4. Was ist eigentlich mit unserer Matte passiert? Keine Ahnung. Jetzt hätten wir hier eine neue Position.
Aber wenn wir jetzt hier irgendwas modifizieren, ich modifiziere mal irgendeine Schenkel dran, nur damit ihr es seht, Schenkel anfügen. An diesen Eisen wollen wir jetzt da sowas hochgehen lassen. Hallo. Ach, macht dann immer. Okay. Ist okay für mich. Aber jetzt mache ich schon einen Gesamtauszug, ob es dann geht. Ach, neue Position, bin ich doof. Wo haben wir es denn? Ja, Gesamtauszug. Und jetzt hier einen Schenkel anfügen. Gut, macht er. Okay. Wir schauen uns das Ganze an. Jetzt ist da irgendwann ein Schenkel angefügt. Hier in die falsche Richtung auch noch. Weil wir es hier rausgezogen haben. Und jetzt gehen wir nochmal in das Python-Part rein. Schließen das Ganze. Halt, wir ändern irgendwas noch ab. Machen wir hier. Wollen jetzt hier eine 10er-Bewährung haben. Schließen das Ganze und ihr seht, jetzt wurde der Bügel wieder zurückgesetzt oder das Eisen. Das heißt, wenn wir unsere Treppe so gut wie möglich zu 80% fertig haben, dann lösen wir das Python-Part auf. Das könnt ihr entweder machen, indem dass ihr hier reinklickt und hier auf Speichern als 3D-Modell macht, oder ihr könnt das auch mit Rechtsklick Makro auflösen ebenso machen und dann einmal anwenden und der Zauber ist geschehen, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Ich weiß nicht, bei manchen Python-Parts geht das nicht, dass man das per Klick hier im Interface auflöst. Deswegen mache ich das schon immer mit Makro auflösen. Das funktioniert bei allen Python-Parts. So, gut. Jetzt sind wir auch in der Lage, das Ganze hier zu modifizieren. Jetzt hoffe ich, dass ich meinen Schenkel da dran bekomme. Den möchte ich hier haben. Mag er nicht? Warum mag er das nicht? Wir probieren es nochmal. Okay, dann geht's. Okay, rückwärts, rückwärts. Verschieben. Linksshift die ganze Verlegung. Hier rein. 0,25, ne, ist zu wenig. 0,5 hier hoch. Wir fügen einen Schenkel an. Anklicken. Was haben wir für Höhe gehabt? 17 minus 2 minus 2, 13. 0,13 bitte. Und hier gehen wir auch nochmal 0,15 rüber. Warum ist es so passiert, wie es passiert ist? Weil der ganze Bur ein Depp ist. Kennst du den Spruch? Keine Ahnung. Darf man das sagen? Ich hab's leider jetzt gesagt. Also hier 0,13 waren es. Nochmal escapen und von hier aus minus 0,15. So. Wir verschieben das Ganze wieder zurück. Minus 0,5 mit Linksshift und haben jetzt das Ganze verteilt. Ha! Jetzt haben wir genau den Fehler, den wo ich vorher gesagt habe. Wir hätten eine neue Position machen sollen. Sonst passiert sowas. Nicht schön. Wie lustig. Habe ich wirklich einen Schenkel modifiziert davor, oder? Und habe den rückgängig gemacht. Haha, den haben wir im Python-Part nicht geändert und deswegen war der so. Naja, gut. Wir machen das noch kurzerhand, weil so kann ich das nicht stehen lassen am Schluss, sonst habe ich kein Thumbnail, wie das am Schluss aussieht. Also gehen wir hierher. Wir gehen nochmal auf Schenkel löschen, entfernen. Schauen uns das Ganze an. Wunderbar. Hier fehlt natürlich noch was. Können wir noch mit per Hand reinlegen. So, ich habe mich jetzt mal verschoben, damit man hier ein bisschen Blick auf auf die Sicht der Dinge sieht. Also ich habe jetzt hier schon mal Transport eingebaut. Ich habe zwei Hersteller, namhafte Hersteller schon programmiert. Hier mache ich keine Werbung an der Stelle, da es keine Partnerschaft gibt. Deswegen muss ich die auch kostenpflichtig verkaufen. Und ihr könnt die leider nicht kostenfrei erwerben. Aber jede Menge Transportanker gibt es bei mir zu holen. Falls ihr da Interesse habt, dann habt ihr wieder ein super gängiges System. Auch wieder in diesem Subpart-Style, wie ihr es kennt. Und genau. Aber wie gesagt, wenn ihr dafür kein Geld ausgeben wollt für die Transportanker, wirklich Hersteller anschreiben und denen sagen, welches super System die Supports einfach haben. Das ist einfach das unschlagbarste System,
von Anwender für Anwender, anders soll es nicht sein. So, ich habe hier eine 4 Aufhängung jetzt gemacht, zurück im System. Ihr könnt auch eine 3 Aufhängung machen, dann wäre nur ein Transportanker an der Unterseite. Vielleicht, dass das auf der Baustelle dann besser reingedreht werden kann. Aber um das soll es gar nicht gehen. Mir geht es jetzt noch BIM-technisch um die Beschriftung. Ich bin dabei, den CS-Konzept Buddies ingenierbar zu programmieren und zu editieren. Und da habt ihr einfach ein super durchgängiges System. Aus meiner Sicht so unschlagbar. Also ihr seid wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von einem durchdachten System. Wir haben ja dieses Python-Part aufgelöst und wenn wir das Ganze jetzt beschriften, natürlich gibt es ein Beschriftungsbild von den Buddies und ich habe es hier schon ausgewählt, allgemeine Fertigteilbeschriftung. Wow, jetzt haben wir Quader, Volumen, Gewicht und hier Kilo pro Kubikmeter, was soll das? Wenn hier 0 steht, wird automatisch 2,5 genommen, das passt so vom Gewicht her, da steht Quader, das gefällt mir eigentlich nicht so. Ja, welche Attribute soll ich denn jetzt pflegen? Jetzt gehe ich in das Attributsystem rein. Jeder, der wahrscheinlich Ü45 ist, der schlägt sich die Hände über den Kopf und sagt, was soll ich jetzt da eingeben? Ich habe keine Ahnung. Kein Problem. Es gibt doch bei den Subparts das Attribute ändern, das ihr mit den CS-Concept Ingenieurbau Buddies mit dazu erhaltet. Das erweiterte Attribute ändern Tool. Das hat hier eine Auswahl, ob es ein Report, Beschriftung, Flächenvisualisierung, es gibt dann auch noch Legenden und so weiter. Je nachdem sucht ihr euch das Richtige aus. In dem Fall haben wir die Beschriftung fertigteilbar, also aus der Datei 21.2 gewählt, fertigteilbar allgemein. Und genau das geben wir ein, einmal hier draufklicken und schon haben wir das Ganze vordefiniert. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine einbauteile Mengenlisten machen will, dann gehe ich hier drauf. Wenn ich aber eine Beschriftung haben möchte für Fertigteil, dann bin ich hier richtig. Und jetzt nennen wir das Ganze einfach Fertigteil Treppe. Die Rohdichte machen wir mal einfach das, was anders rauskommt. 2400. Wir klicken hier einmal drauf und ihr seht, sofort geändert. Wie geil, wie geil, wie geil. Ich finde es so Hammer. Das ist gelebtes BIM. So stelle ich mir das vor. Nicht, dass ihr da suchen müsst, was muss ich jetzt für Attribut? Nein, ihr klickt da drauf, zack, zack, fertig. So soll es sein. Und genau so gefällt es mir auch. Haben wir jetzt eine Änderung vom Gewicht gemerkt? Schauen wir mal nochmal draufklicken. Ja, da hat sich was geändert. Super, toll. Jetzt wirklich Daumen nach oben. Und was mich ganz toll interessieren würde, interessiert euch für die CS Concept Ingenieur bei Buddies? Schreibt es mir in die Kommentare. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.